So läuft es oft vor dem Haus von Familie Fräsdorf in Dessau-Roßlau. Der Mann sitzt am Steuer und hat den Wagen schon gestartet. Die Frau steigt ein und dann geht es los. Nur, es sind nicht Herr und Frau Fräsdorf, die hier losfahren, es sind Autodiebe. Mitten in der Nacht düsen sie mit dem fremden Jeep davon. Wir hatten einen SUV, einen Jeep Compass, war 4 Jahre alt. Und es war ein wunderschönes Auto. So ein Auto kriegen wir, glaube ich, nicht noch mal wieder. Unser Herz hing dran. Es ist eine ganz schön emotionale Sache. Ein teures Fahrzeug ist verschwunden und kommt nie wieder. Nicht nur das Auto ist an diesem Tag weg, sondern auch die Nachtruhe von Yvonne Fräsdorf, nachdem ihr Mann frühmorgens den leeren Stellplatz entdeckt hat. Er kam dann hoch zu mir ins Schlafzimmer und meinte, Schatz, unser Auto ist geklaut. Ja. Key, let's go, zu Deutsch, losgehen ohne Schlüssel. So nennt sich die moderne Technik, mit der Autobesitzer ihr Fahrzeug öffnen und starten können. Doch in diesem Fall, so ist es auf dem Überwachungsvideo zu sehen, überlistet ein Diebespärchen das System. Wir vermuten, dass in einer Tasche der Sender ist, wo von unserem Key-Let's-Go-Schlüssel die Funkwellen, das Funksignal dann abgefangen wurde. Wie genau die Diebe das Key-Let's-Go-System ausnutzen, erklärt uns die Polizei. Der Fahrzeugschlüssel sendet permanent ein Signal aus und das Fahrzeug empfängt dieses Signal. Diebe verstärken das Signal des Fahrzeugschlüssels, stellen sich dann an die Fahrzeuge, empfangen das, öffnen die Türen und entwenden dann so die Fahrzeuge. Wir haben gewusst, dass wir einen Key-Let's-Go-Schlüssel haben. Da macht man sich dann keine Gedanken. Wir selbst haben vorher auch einen Fernsehbeitrag gesehen darüber, über Key-Let's-Go, dass man die Schlüssel schützen muss, wegsperren muss, in eine Box oder eben in Alufolie einpacken. Das nimmt man wahr, aber macht nichts. Der Jeep ist weg und trotzdem hat sich die Familie erneut für solch ein Fahrzeug entschieden. Allerdings hat sie noch 60 Euro draufgelegt, um künftig die Funksignale des Autoschlüssels zu isolieren. So wie es auch die Polizei empfiehlt. Was man auf jeden Fall machen sollte, wäre, seinen Schlüssel mit einer speziellen Hülle zu versehen. Wir können hier präventiv mit solchen Boxen arbeiten und die haben wir uns dann gleich bestellt. Wir haben dann für zu Hause für den Ersatzschlüssel diese Box, beziehungsweise kann dann auch der normale Schlüssel mit rein. Und für unterwegs diese Box, die dann auch den Schlüssel sicher verschließt, wenn man im Restaurant essen ist oder einkaufen ist, dass man einfach den Schlüssel in einer geschützten Hülle hat und diese Funkwellen nicht abgefangen können. Hier bei Familie Fräsdorf dringt jetzt kein Schlüsselsignal mehr aus dem Haus. Das neue Auto ist vor den Dieben sicher.